Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wie ihr schon seht im Hintergrund, sind wir jetzt diesmal nicht mehr in Mexiko oder auch in Dubai. Die Chris hat ja die letzten Wochen in Österreich auf Heimaturlaub verbracht. Und ja, wir sind jetzt hier auf Zypern. Ich habe selbst schon über ein Jahr lang hier gewohnt. Und ja, was soll man sagen, in Dubai ist es im Sommer einfach nicht auszuhalten. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, die nächsten 4 Monate hierher nach Zypern zu kommen. Und wir werden euch natürlich auf der Insel mitnehmen. Wir werden euch einige schöne Orte zeigen. Und da starten wir auch gleich heute damit. Und zwar, wir sind jetzt hier in der südlichen Region rund um Paphos. Und die erste Station, die wir uns heute in unserem Vlog anschauen werden, das sind die Aphrodite Rocks, die auch gleich hier neben mir sind. Aber wir nehmen euch jetzt einfach mal mit, schauen uns das Ganze an und seid gespannt, was Zypern zu bieten hat. Einmal lieber die Stiege runter, einmal Durchgang. Und dann zeige ich euch mal, was ich so sehe. Was man hier auch noch findet, neben dem Touristenstrand am Aphrodite Rock, der ist gleich da hinter dem Felsen, ist dieser wunderschöne Kieselstrand hier, der ist genau auf der anderen Seite. Und ihr könnt es sehen, es ist absolut nichts los. Hier hat man die absolute Ruhe. Das Wasser ist traumhaft schön. Kleiner Tipp am Rande, nehmt vielleicht eine Unterlagsmatte mit, dann ist es nicht so hart zum Liegen. Aber ansonsten wahnsinnig schön. Die Ladies sind alle schon auf dem Weg zum Strand, direkt hinter uns. Sehr viel los hier, so viele Einheimische. Ein paar Touristen auch, aber mehr Einheimische. Und jetzt schauen wir uns mal den Strand hier an und schauen, ob wir auf den Felsen raufklettern können. So, die Ladies haben alles richtige Schuhwerk mit hier, um auf den Felsen raufzuklettern. Nicht die, gut! Das werden die zwei jetzt gleich mal machen. Nein, Hund darf nicht mit rauf, Mana. Du darfst nicht mit auf den Felsen. Aber die Ladies werden jetzt mal raufklettern. Okay, Lady 1 hat schon WO gegeben. Jetzt muss ich doch da raufklettern. Mal schauen, was das jetzt wird. Ich als alter Bergsteiger. Ha! So, da müssen wir jetzt rauf. Gleich ist es geschafft. Dann haben wir die Aussicht auf Aphrodite Rock. Eine kleine Steigung habe ich noch, der Mario ist schon hinten oben und wir sind auch gleich da. Und solltet ihr hierher fahren, zieht euch Turnschuhe an. In meinem Fall habe ich Flipflop an und auf den Hügel rauf
geht's nur barfuß. Mit den anderen, no way. So. Whoop. Wir sind hier. Welcome to Aphrodite Rocks. Also wir haben es geschafft, jetzt hier herauf zu klettern. Im Hintergrund sieht man dann den Aphrodite Rock, nicht zu verwechseln mit dem Bordell in deiner Nähe. Also das hier ist der Platz, wo die Liebesgöttin Aphrodite geboren wurde. Und die Sage erzählt, dass wenn man hier quasi dreimal rumschwimmt, dass man dann die ewige Liebe gefunden hat. Ich war jetzt gerade unten, ich bin jetzt sechsmal rumgeschwommen und wieder raufgeklettert, aber leider war die Kamera kaputt, deswegen konnte man das jetzt nicht auf Video aufnehmen. Nebenbei noch zu erwähnen ist der Aphrodite Rock eine der bekanntesten Attraktionen bzw. Sehenswürdigkeiten hier auf Zypern. Nach einer langen Fahrt hierher eine kleine Stärkung braucht, gibt es alles hier in dem netten kleinen Kiosk bzw. im Souvenirshop, wo man auch viele kleine nette Andenken an diesen Ort mitnehmen kann. Und ja, wir genehmigen uns jetzt noch einen kleinen Snack, bevor es weitergeht zu Spot Nummer 2. Perfekt zum Sonnenuntergang haben wir es jetzt hierher geschafft, zum zweiten Spot, und zwar, ihr könnt ihn hinter mir schon erkennen, das Schiffswrack, und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Hinter mir könnt ihr jetzt das Schiffswrack der Erdo 3 erkennen, und zwar liegt das Schiff hier seit 2011, das ist da am Weg vom Hafen Limassol Richtung Rhodos gestrandet. Und ja, nachdem das hier in der Umgebung ein Naturschutzgebiet der Natura 2000 ist, gestaltet sich die Bergung des Schiffs sehr, sehr schwierig, und deshalb liegt es auch immer noch hier. 2013 ist es abgedichtet worden und es sind auch die ganzen Schadstoffe, die noch am Schiff waren, entfernt worden. Und somit ist es jetzt ein beliebter Touristen-Hotspot, Foto-Hotspot, und wir haben das perfekte Beispiel hier im Hintergrund, auch eine tolle Location und eine sehr beliebte Location für Hochzeiten. Dort hinten kann man auch die Seehöhlen von Paphos erkennen. Und unweit davon befindet sich das berühmte Schiffswrack, das, wie man sehen kann, ein sehr beliebter Touristen-Hotspot ist. Wir lassen den Abend jetzt noch fein ausklingen hier im Restaurant Oniro. Das ist genau vis-à-vis vom Schiffswrack. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, unseren Kanal abonniert, die Glocke läutet, damit kein weiteres Video mehr verpasst. Und ja, in diesem Sinne,
bis nächste Woche und tschüss. Ciao, ciao.